Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command One Europe. Mehr Spieler gegen Dudeman. Ja, ein paar Schiffe, ob sie sich treffen, mal sehen. Letztes Mal ist Kanada ja glücklicherweise durchgegangen, aber es ist halt die Frage, kann der Zerstörer das U-Boot wegdrücken oder nicht? Und bald sind die Franzosen da. Autsch, er versucht auch einfach mal ein paar Angriffe. Der traf jetzt unerwartet gut, leider. Muss man gefühlt wieder die Armee reinbringen, weil heilen ist nicht, weil ich den Panzer bauen will. So, falls so gut hier erstmal noch. Wir haben ein bisschen Geld mit den Briten, muss aber gleich auch wieder alles weggeforscht werden. So, die kommunistische Partei. Soll die in Frankreich verboten werden, ja oder nein? Nein, weil ich will nicht, dass die sowjetische Mobilisierung runtergeht. Frankreich fällt eh bald, also was soll's. Wollen sie die verhaften lassen? Nein. So. Winterkrieg. Normalerweise mache ich den immer. Aber, ne, man. Also kann ich mal schauen, wie es läuft, wenn ich sie nicht mache. Wollen Sie die zwingen, das abzutreten? Nein. So, Revision. Jetzt Molotow-Ribbentrop-Pakt. Ist eigentlich auch ein klassisches Nein. Litauen. Gegen ein bisschen Polen. Dem Bereich, aber ehrlich gesagt, das kostet halt die Sowjetunion wieder 5% Mobilisierung und wir brauchen davon alles, was wir kriegen können. Deswegen auch nein. Noch ein Event, das man ablehnen kann? Nein. Gut. Fangen wir bei euch an. Ihr steht hier. Kommt zumindest näher gelaufen, auch wenn das teilweise noch nicht feststeht. Man hat ja noch ein paar Runden Zeit. Okay, wobei das Hakpu soll sicher nach Süden und ihr auch ziemlich sicher hier weiter runter. Aber wenn die hier so im Gebiet sind, na, der war so, denke ich, nochmal nach hinten. Kann man die auch langsam stehen lassen und muss später noch schauen. Ja, allgemein der Plan. Also ich ziehe mit den Briten im Moment Richtung Mittelmeer, habe ein paar Ideen. Ich habe noch nichts Konkretes. Wir brauchen irgendwie. Die flackt noch, aber eins nach dem anderen. Die habe ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht bewegt. Können da noch zu den Briten stoßen. Aber hier oben geht es auch noch gut. Ich meine, das U-Boot kann ja nicht technisch betrachtet auch immer mal so ein bisschen scouten, ob du mal einen entdeckst. Die billigen Schiffe, also es wird wahrscheinlich nicht viel bei rumkommen. Nur mal ein bisschen schauen, dass man da jetzt nicht irgendwie einen Überraschungsangriff reinläuft oder so. Das wäre dann hier schon ärgerlich. Ihr kriegt alle eure Erfahrung. Als Großkampfschiff ganz praktisch. Dann haben wir hier vorne. Jetzt wirklich irgendwie auf dem Feld da oder so einer ist. Okay. Nur ich weiß, dann springen wir mal zu den Franzosen, die Vollgas geben sollen. Und da, okay, der Zerstörer kommt noch nicht an das U-Boot ran. Das heißt, um unseren Hafen zu beschützen, musst du nochmal ran und hoffen, dass du den nochmal weggedrückt bekommst. Was leider nicht der Fall ist. Aber die Franzosen sind bald da. Da müssten wir das irgendwie hoffentlich freikriegen. Ich glaube, die können hier sogar ganz nah ran. Dann sammelt euch hier und schießt dann nächstes Mal alles zusammen, wenn die nicht wegfahren.
Gut, und die Briten, würde ich sagen, sammeln sich erstmal weiter hier oben. Ich glaube, oder ich hoffe ganz stark, dass da jetzt gerade kein feindliches Schiff ist und man hier einfach lang fahren kann. Kommt auch mal mit. Gut, dann hätten wir schon drei Zerstörer, den könnte man noch heilen. Vier, dann haben wir langsam eine Jagdgruppe. Und ihr zwei bleibt erstmal im Nahbereich. Jetzt muss ich sicher gehen, dass hier nicht noch irgendwie einer zwischen ist, wo man also in der Nähe wäre. Gut, und ihr bleibt da oben. Mann, dann sieht das mit der Flotte sogar fast sortiert aus. Normalerweise ist das ja auch immer so ein mittelprächtiges Chaos. Gut, man könnte den Träger noch näher ranbringen. So, und die aus Ägypten zuletzt abgefahren sind, müssten ja auch irgendwann ankommen. Dann gehen wir hier hin, wobei bei den Briten müssen wir erst noch Geld ausgeben. Bevor man sehen kann, ob man für andere Sachen Geld ausgeben kann. Ich will die Marinewaffen haben, die möglichst durch sind, und das weiterentwickelte Flugzeug brauchen wir jetzt dringend. Und dann sind noch 40 über und wir müssen halt hier schauen. Die U-Boot-Jagd braucht zwingend einen. Dann eigentlich den Panzerkrieg. Kann die Industrie erst wachsen, wenn irgendwo was frei wird? Ihr nebenbei forscht weiter und spart auf den Panzer. Ja, na gut, die könnten theoretisch, glaube ich, ihr Flugzeug rausschmeißen. Zwanzig. Ne, das wird nicht mal reichen. Jetzt spart einfach weiter und holt euch dann die Industrie. Sowjets könnten auch noch ein Flugzeug rausschmeißen. Aber das würde jetzt auch noch nicht für die wichtigeren Sachen helfen. Also man sieht ja schon bei der Forschung. Es gab noch keinen einzigen Durchbruch bei den Alliierten, was am Rande auch ärgerlich ist, weil die ja doch in der Masse ein bisschen was haben. Infanteriewaffen auf 15, weiterentwickelter Panzer auf 7. Das läuft gerade schnell, das ist gut, das, ja, so lala. Und dann macht ihr auch nichts, wenn wir euren Flieger noch entsorgen, kriegen wir dafür 45, bei 150. Eigentlich müsste die Industrie, denke ich, als nächstes wieder rauf. Und danach Luftabwehr und dann mal sehen. Euch, ihr haltet euer. Haltet alle euer Geld. Wir müssen natürlich die Flak. 18 MPP und die Garnison darüber. Könnte man sie jetzt noch leisten, aber ich würde eigentlich weiter sparen. Die Forschung voll ist bei den Briten, falls man jetzt noch genau die 40 Punkte für irgendwas braucht. Weil wir müssen auch sehen, denke ich, noch ein, zwei Luftabwehren so dazu zu kaufen. Ja, die da stehen. Das heißt, die Briten halten ihr Geld. Der Pio kommt gleich noch. Hier müsst ihr jetzt erstmal noch Informationen gehen. Und ist von hier, ja. Na gut, und der ist jetzt natürlich ein bisschen zu kaputt. Da müsste eine gesündere Einheit rein. Das hätte an und nachher geheilt werden. Ich bin auch am Überlegen, die Armee da gegen einen Chor zu ersetzen. Ist da hinten in den Wald. Vielleicht auch noch hier in den Wald gehen und da wäre vielleicht eine Flak nachher schön oder hier. Ihr haltet die Linie, dann könnte dieser Armee auf jeden Fall noch nach hinten. Na ja gut, jetzt zu kommandieren ist glaube ich jetzt auch nicht mehr so wichtig. Du kannst hier noch rüberkommen. Und da fährt zum Beispiel noch mehr Wald.
Den würde ich auch hier drüben sehen. Vielleicht nicht zwangsläufig da, aber in die Richtung eher. Du gehst dann auch ein paar Schritte wieder rüber. So, und wir holen uns die hier vielleicht noch nachher, aber alles eins nach dem anderen. Und dann haben wir noch den sowjetischen Pio. Tja, wo bauen wir Verteidigung auf? Einmal überlegen, den Fluss zu benutzen, wo es geht. Und wenn man hier und da noch so ein bisschen baut, das wäre ganz nett. Oder wir bauen erstmal hier oben. Also bei Leningrad würde ich es glatt aussparen, soll er die Stadt doch erobern. Und erstmal so Klassiker bei Smolensk noch ein bisschen ausbessern. Minsk ist ein bisschen frontnah oder halt vor Moskau. Oh, sonst erstmal vor Moskau, da hat man auch Schienen überall, wenn man dann woanders hin will. Und dann ein paar... Das ist ja sozusagen auch noch nichts Verräterisches, sage ich mal, wenn man die immer hat. Wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man den Fisch schon jetzt zumauert, dann sieht er das ja schon und könnte sehr frühzeitig darauf das in die Planung einbeziehen lassen. Dann mache ich erstmal was Unspektakuläres. Und baue hier bei Moskau. Gut, ihr steht dann auch. Also ich bin am Überlegen, jetzt zweiten Pio zu holen, aber ich ist noch nicht sicher. Ihr euch dann alle bewegen tun habt. Und ihr die da platt machen nächstes Mal. Gut, dann gucken wir nochmal, was die anderen so gemacht haben. Ich habe nochmal geguckt in der Forschung. Italien mit 110. Das sind die Luftabwehrwaffen. Dann will er, dass seine Flotte nicht einfach stumpf von den britischen Flugzeugträgern versenkt wird im weiteren Verlauf, sondern dass die da irgendwas machen können. Auch wenn die sonst nicht viel machen können. Also ich bin mir 95% sicher, dass das Luftabwehr ist. Und bei den Deutschen haben wir jetzt 550. Was ist denn das? Industrie, vielleicht Doppelindustrie, vielleicht auch Infanteriewaffen und ein Produktion, vielleicht auch ein U-Boot. Hier denke ich weiter Artillerie und das Flugzeug wahrscheinlich. Und das ist wahrscheinlich ein Panzer. Artillerie heißt, er käme hier lang. Deswegen bin ich am Überlegen, zumindest auch die Armee hier stehen zu lassen und den vielleicht, dass hier Leute sind. Saku vielleicht dann doch hier drüben. Na gut, wir werden sehen. Also ihr haltet euer Geld. Ja, seit 10 Zerstörer. Man kriegt ihn nicht ganz fit, aber einsatzfähig. Weiß jetzt halt nicht, wann er mit seinen U-Booten rauskommt. Ach, sonst würde ich den 9 muss reichen. Dann hätten wir hier 4 Zerstörer. Damit kann man arbeiten und so ein paar andere Schiffe. Gut, ist auch noch alles in Ordnung. Dann denke ich mal, können wir den Zug beenden. Irische Häfen besetzen, aber nein, das würde die USA nicht gut finden. Artilleriewaffen, endlich mal ein Durchbruch. Naja. Immerhin. Einer. Immerhin. Gut, dann damit an dieser Stelle auch erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.